So, der Auftrag ist auch direkt hier. Messer. Buongiorno, Ezio. Es ist Zeit, Lucretias Liebhaber aufzusuchen, Pietro. Meine Männer suchen ihn bereits. Molto bene. Ezio, gestattet ihr... Was gibt es? Rodrigo wurde von irgendjemandem gewarnt, sich von der Engelsburg fernzuhalten. Machiavelli? Habt ihr Beweise? No. Ein bloßer Verdacht darf uns nicht trennen. Die Borgia haben unsere Spione aufgedeckt. Wer verriet sie? Maestro Machiavelli erkundigte sich heute nach unserer Suche nach Pietro. Ezio? Das Leckstopfen. Die Angreifer eliminieren, damit sie nicht den Standort der Diebesgilde finden. Danach La Volpe begleiten, um die anderen gefährdeten Diebe zu retten. Mindestens 5 Quadrate deren Gesundheitsanzeige behalten. Das heißt, so viel darf ich nicht verlieren. Ich habe nur eine Klinge? Keine anderen Waffen? Ah, jetzt. Ergreift ihn! Latatata, Schwert ist dafür am besten. So, von hinten. So, den haben wir auch ganz recht leicht erwischt. Und so. Noch mehr? Ey, wird von meinen eigenen Leuten mehr geschlagen als von den Gegnern. Den haben wir auch. Wo ist der letzte? Das ist kein letzter. Da ist der letzte. Da kommen noch mehr. Ja, du bist aber tot. Gut, dass du ihn siehst. Der Dicke ist auch tot. Der Dünne ist auch tot. Und der zweite Dicke ist auch tot. So einfach geht das. Okay, neues Pferd. Ich kann nicht glauben, dass Machiavelli ein Verräter 2. ist. Der Angriff auf die Villa, dann das Castello und jetzt das. Er steckt hinter alledem. Meinst du? Warum ist dein Pferd so schnell? Warum ist mein Pferd so langsam? Ich will auch so ein schnelles Pferd. Na wohl, gib mir dein Pferd. Nimm du mein langsames. Ich habe nur das Fiat-Modell und er das Ferrari-Modell. So. Aber ich bin der bessere Rennpferdreiter von uns beiden. Okay, nee, doch nicht. Wir müssen nach rechts. Ich dachte, ich schneide links ein bisschen. Kommt mit! Andiamo! Oh. Die Diebe wurden schon erledigt. So. So. Schöne Sache. Ah, seht ihr da? Meine angeheuerten Söldner helfen. Das war schlau, die mitzunehmen. Das war Tech-Team. Was konntet ihr herausfinden? Pietro soll heute Abend ermordet werden. Cesare schickt seinen Metzger. Okay, weiter. Go, La Volpe, go! Der beste Mann in Roma. Niemand entkommt ihm. Bis heute Nacht. Kommt mit. Wie ihn sagt, der beste Mann in Roma. Ich bin doch da. Das heißt, ich bin der Beste. Ich will ihnen sogar zeigen, dass meine Rekruten besser sind. Ah, mein Auge juckt. Ah, ich kann nicht lenken. So, schon besser.
Ja? Ah. Zack. Erledigt. Wie viel haben wir denn da noch? Zack. Erledigt. Haben wir noch mehr? Da. So. Relativ schnell durchschnetzeln hier. Der Wolpe versucht mich umzureiten. So. Habt ihr etwas über Pietro herausgefunden? Der Mann ist ein Schauspieler. Und er tritt heute Nacht noch auf. Dann weiter. Das ist immer schön, wie wenig Informationen wir von einem einzigen Dieb bekommen. So, wir müssen jetzt mal zu 20.000 Dieben reiten, die uns jeweils einen Satz erzählen und dass wir genug Informationen haben. Wolpe, mach keinen Scheiß. Andiamo. Na toll. Hi, hi. Ah! Nein! Nein, 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 nein. Spring runter, Ezio, spring! Renn hinterher! Hol dir neues Pferd! Hugo! Da kommt Hugo von hinten. So, hier ist er. Ah! Gerade noch so geschafft. So, da vorne sind wir im Kolosseo. Hier tritt er auf vermutlich. Weil, wenn ich im Kolosseo, wo dann? Obwohl, das ist schon kaputt. So. Jetzt fast zum Scheitern gebracht, indem ich falsch abgebogen bin. So. Wir sind mitten im Feindesland. Ich habe hier die Karte noch nicht aufgedeckt. Muss ich mal demnächst den Borgia-Turm einnehmen. Ah, oh, wie weit denn noch? So. Den Dieb finden. Damit will ich nichts zu tun haben. Da hinten kämpft er. Oh, da kommen aber eine Menge. Au. Oh. Moment, ich muss erstmal den Scheiß hier ausmachen, das nervt. Warum hat er denn die Giftklinge? Ich will die Giftklinge nicht. Ich will das hier. Ich will ihn da runtertreten eigentlich. So. Da hinten sind noch ein paar. Ah, du bist ein Zivilist. Dich will ich ehrlich nicht schlagen. So. Nein, 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 nein. Nicht, haut nicht mich, ihr blöden Diebe. So. Was habt ihr über Pietro erfahren? Er soll an ein Kreuz gehängt werden. Micheletto nimmt sich ihn mit dem Speer vor. Das war's? Ja, das war's. Das Leck stopfen. Und dann einfach weiter. Nächste Mission. Wo ist Pietro? Das weiß ich nicht. Aber Micheletto wartet am Stadttor im Osten der Terme di Traiano. Er will seine Männer verkleiden, damit der Mord wie ein Unfall aussieht. Er führt mich zu Lucretias Liebhaber. Ezio, Machiavelli hat uns betrogen. Wir mögen es beide nicht glauben, doch jetzt ist es offenbar. Tut, was getan werden muss. Tut ihr es nicht, dann ich. Ohne Volpes Diebe brauche ich vielleicht meine Rekruten. Die Zweitbesetzung rufen. Micheletto zur Aufführung folgen. Bei der Verfolgung einen Weg finden, wie die Assassin-Rekruten das Stück infiltrieren können. Und die Assassin-Rekruten einsetzen, um das Ziel zu eliminieren. Okay. Wenn ich schon mal hier bin, shoppe ich erstmal. Ach so. Das ist noch
unter dem Einfluss des Borgia-Turms, der da hinten ist. Dann muss ich ihn mal kaufen, kaputt machen, demnächst. So, ich habe auch noch einen Aussichtspunkt. Ach, das ist dieser blöde Aussichtspunkt, der mich eine halbe Ewigkeit gekostet hat. Nein, den werde ich jetzt nicht in Angriff nehmen. Ich werde jetzt hier lang reiten. So. Bitte, ich habe nichts getan. Francesco Troche, lieber Freund, würde ich euch anlügen. Ihr gabt eurem Bruder meine Kriegspläne in der Romagna preis. Und dieser informierte den Botschafter Venetias. Es war ein Unfall. Ich bin doch euer Diener und Freund. Verlangt ihr etwa, dass ich eure Taten vergesse und auf eure Freundschaft baue? Ich bitte nur. Ich verlange nichts. Um Italien zu vereinen, muss ich jede Institution kontrollieren. Und wenn die Kirche aus der Reihe tanzt, werde ich sie komplett vernichten. Ihr wisst, dass ich für euch arbeite, nicht den Papst. Ah, tue ich das, Trocke. Es gibt nur einen Weg, den letzten Zweifel zu beseitigen. Wollt ihr mich etwa töten? Euren treuesten Freund? Natürlich nicht. Dann lasst ihr mich gehen? Hab Dank, Cesare. Das werdet ihr nicht. Oh, oh, oh. Wache! Gebt Micheletto die Kostüme für das Spiel. Lucrezia gehört mir. Niemand sonst darf sie haben. Stellt doppelt sicher, dass es richtig getan wird. Ich gehorche, Cesare. Oh ja. Werft Francescos Leiche in den Tevere. Das waren noch raue Zeiten. So. Verfolgen wir sie mal. Francesco Troche. Gestorben. So. In einer schönen Distanz, mit Abstand. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Reiten wir hinterher. Oder traben besser, weil reiten ist das ja nicht wirklich. Mach mal Platz da, Leute. Oh ja, hol dich mich an. Ja! Genießen wir in der Zwischenzeit ein bisschen die Hintergrundmusik. Kommt mit, meine Damen. Machen wir eine Parade. Und ihr müsst hinter mir herrennen. Oh nein. Dich will ich jetzt nicht töten. Ich komme später wieder. Keine Angst, du berittener Hund. Wie sind die herlaufen hier in den Damen? Oh. So. So, meine Damen. Macht euch nützlich. Nach euch. Ja, damit sind die hier schon abgelenkt. Jetzt kann ich also durchrennen. Ich weiß nicht, irgendwo ist hier ein Typi. So. Oh, ich muss die Distanz zum Ziel ein bisschen verringern. Oh, hier sind aber viele Wachen. Das ist nicht gut. So, rein da. Oh, scheiße, schon wieder die Distanz verringern. Gerade irgendwie so durchgekommen. Rein da. Ich glaube ja. So kann ich recht gut stehen. Zack. Und nu? Was soll ich meine Mission? Ah, falscher Knopf.
Micheletos Männer aufspüren. Ach so. So, da habe ich sie doch aufgespürt, mehr oder weniger. Gehen wir mal rüber. Nach dem Umziehen folgt ihr mir zu dem Stück. Capito? Tieni. Ja. Hä? Och nö, oder? Och nö! Jetzt bin ich angepisst. So. Ah. Ich habe meinen Assassinen-Rekruten ein ganz kleines Stückchen zu früh eingesetzt. Und dadurch... ist es so gekommen, dass ich entdeckt worden bin. So. Schnell da hoch. Und da rein. Na, wohl, da rein brauche ich eigentlich nicht. Ist irgendwo ein Banner? Da oben. Sollen wir Gelegenheit holen? Nach dem Umziehen folgt ihr mir zu dem Stück. Capito? Tieni. Lassen wir ihn jetzt ein bisschen erstmal außer Reichweite gehen. So. So. Ah, gut. Eliminiert. Und jetzt aber auch hinterher muss ich auch noch. Alter, die ist nicht so ab. So, komme ich hier gerade noch so hinterher. So, das reicht. Puh, das eine mal zu nah, das andere mal fast entkommen. Oder besser gesagt, ist gerade einmal entkommen. Ich mag diese Mission nicht. Die Missionen werden auch, je weiter man ins Spiel voranschreitet, anspruchsvoller. Also man desynchronisiert öfter mal, wenn man nicht aufpasst. Ja, auf einmal speedet. So. Aber nicht, dass wir da nicht hinterherkommen. So. Alle Verbrechen der Guardia. Wie weit will er denn noch reiten? Können wir das mal jetzt hier so langsam in eine Attentatsgeschichte umwandeln? Anstatt in eine Reitgeschichte? So, jetzt steckt er ab. Ja. So, jetzt muss ich seine Männer wieder aufspüren. Oder den ganzen Kram nochmal. So, meine Damen. Gut, los. Kriegt ihr sie? Abgelenkt. Sehr schön. Lass mich da mal durch.